mal bei Battletech. Wir haben letztens hier in der Gegend ein paar Dinge gemacht. Ja, sieh an, wir können sogar noch in den taurianischen, also den taurischen Sektor. Nice. Und haben dort entsprechend einen neuen Mech bekommen, einen Highlander und damit einen schweren Mech, der uns entsprechend Hilfe gewährt, nachdem wir aus dem wir sind entsprechend aus dem Grab rausgekommen und das, denke ich mal, wird uns zugute halten. Ich suche derweil nochmal nach ein paar Welten, die gegebenenfalls noch ein paar Sternenbund Dinge beinhalten. Former Star. Ja, warum fliegen wir nicht dahin? Wobei, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz hier die unteren Sachen an. In der Sphere Level Civilization könnte natürlich auch interessant sein. Black Markets könnten vielleicht auch interessant sein. Wir fliegen jetzt einfach mal... Nein, nicht da hinten hin. Wir fliegen jetzt mal dahin. Ja, es wird uns 90.000 kosten, aber wir haben auch 5 Millionen, das ist vollkommen egal. Also wir fliegen jetzt mal dahin, schauen mal, ob wir da vielleicht einen Atlas bekommen oder sowas ähnliches. Wir brauchen ja noch ein paar Teile davon. Und wenn nicht, dann werden wir einfach mal ein paar weitere Dinge machen. Ja, ist gut, dann mach weiter. Ah, Drying Straws. Dr. Murat gestikuliert. Ein Bright Yellow Growth. Was auch immer auf der am Korridorwand in der Front in unserer Front, also vor uns, trifft das Argo eigene Schleimproblem. Es hat in den unfertigen Gamma-Pots gestartet und ich habe was Bestes getan. Es breitet sich unkontrolliert aus. Gestikuliert sie mit einem Schraubenzieher vor uns. Ich habe dich vorher schon, ich habe das schon mal vorher gesehen, Boss, sagt Yang. Ich weiß, wie man es tötet, aber der Job braucht eine Hazmat-Suit, also ein Exosuit, der Strahlung ab kann. Und je nachdem, wie weit die Infektion ist, kann das sehr lange dauern. Dr. Murat nickt grimmig. Ich habe mir, ich hatte schon Angst, dass du sowas sagst. Wir sollten irgendwas, hast du irgendjemanden im Gedanken, wer so einen unzufriedenen Job machen könnte? Ich würde vorschlagen, wir fragen nach Freiwilligen. Niemand wird freiwillig für einen Hazmat-Duty-Job loslaufen. Wir könnten genauso Strohhalme ziehen. Also wir können entweder Medic-Teams, Mech-Techs oder Volunteers. Ich würde sagen, wir suchen mal jemanden, der freiwillig das Ganze macht. Darius' Stimme kommt durch den Speaker. Ja, die Argo hat ein Schleimproblem. Wir brauchen für eine hochtoxische Kleidungslösung jemanden, der freiwillig kommt. Wer möchte, kann das gerne bei uns machen. Du kriegst alles, was du brauchst, inklusive Hazmat Suit und ein passendes Backpack und so weiter und so fort. Und du wirst von deinen anderen Pflichten für die nächsten Wochen freigestellt. Nach einer halben Stunde ohne Rückmeldung wird das Intercom wieder aktiviert. Wir haben keine Freiwilligen. Deswegen werde ich jetzt
einfach jemanden so benennen, der ja, der da ist, ist die Wahl fällt auf Decker und Red Comet. Und beide sollen gefälligst herkommen und daher kriegen sie beide jetzt für die nächsten 30 Tage Low Spirits. Also eine niedrige Moral und die Piloten können im Kampf die Inspiration-Sache nicht machen. Und beide sind für 14 Tage jeweils nicht verfügbar. Alles klar. Zum Glück reisen wir noch 14 Tage, das heißt in den nächsten 14 Tagen werden wir eh kein Gefecht haben. Der Nachteil ist natürlich, auch in der Zeit danach sind sie relativ unglücklich mit der Sache. Aber besser so 14 Tage nicht vorhanden, als in der im Krankenhaus 14 Tage nicht vorhanden. Yay, Financial Report. Wir könnten unsere Moral natürlich durch die Finanzreports boosten, aber wir sind schon bei 32 und bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut durch. So, jetzt sind wir in dem Planeten, wo die Innersphären-Technologie groß geschrieben wird. Ich hoffe also, dass wir hier vielleicht Mechteile kriegen. Ja, neue Holoweeds. Jetzt kommt auch der Text. Entweder können wir das Ganze zirkulieren lassen, ein Mass-Viewing machen oder regulär Holoweed-Nächte erstellen. Ich glaube, wir machen die regulären Holoweed-Nächte. Und wir haben die Möglichkeit, dementsprechend High Spirits für Monster und Pigpen zu bekommen. Nice! Ich habe es jetzt mal nicht vorgelesen. Wer es lesen möchte, der darf es gerne nachlesen, indem er nochmal zurückspult, also zurückscrollt und Pause macht. So, wir wollen mal in den Store. Ein Dragon. Na gut. Dragon ist jetzt nicht das, was ich suche. Aber die AC-10 da kann man schon mal mitnehmen. Die wäre interessant für unsere Orions. Dann haben wir hier noch LM-15 oder LM-20. So. New Weapon Systems available. Die nehmen wir mal mit. Deshalb 2 mit plus 2 Damage ist auch theoretisch interessant. Nehmen wir mal mit. Verkaufen könnte man hier theoretisch auch was. Wenn dann aber diverse Waffen. Ich schaue nochmal ganz kurz nach den Medium-Lasern, ob wir da vielleicht. Ja, wir haben sehr viele und vor allem hier kosten sie auch ein bisschen was. Dann verschabeln wir da mal was. Weil wir dabei sind, haben wir natürlich unsere Orions. Die haben schon eine einfache Plus. Plus 5 Damage. Die Waffe hast du schon. Brauchen wir also nicht geben. Und was sagst du? Du hast eine Plus 2 Accuracy. Dann kriegst du die raus, weil wir haben ja normalerweise Piloten. Die sind alle sehr... sehr, sehr gut. Die SM4s brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ausändern. Da haben wir nämlich keine. Wir haben hauptsächlich SM2s. Dann haben wir noch hier unseren Highlander. Reficken, bitte. Danke. Du hast hier nur mehr 20++. Ah gut, das macht jetzt auch keinen großartigen Sinn, die zu wechseln. Nein, ich will nicht zu Darius. Nein, 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 nein. Ich möchte in die Contracts. So, hier haben wir nochmal einen Smash and Grab. Den machen wir doch einfach, weil der ist gerade spontan hier zur Verfügung. Ah, wir haben da noch ein paar Leute, die Dinge tun möchten. Dann darf Lumpy mal mit einsteigen. Wir haben hier unseren Highlander.
Zack. Dann haben wir noch unser Orion. Und wir nutzen mal unseren Jägermech. Der Jägermech kann dann von weit entfernt mal ein paar Dinge tun. So. Wir sollen offensichtlich einen Memory Core securen und dann den entsprechend wegbringen. Ich hätte mir die Beschreibung natürlich mal vorher durchlesen können, was wir tun sollen. Aber ich glaube, unsere Lanze ist einfach professionell genug, dass sie mit so ziemlich allem zurechtkommt, was wir da auftretend sehen. Und vor allen Dingen schwer genug. I copy. On the move. Ordnance indeed. Okay, let's go. Ja, wir haben den ersten Gegner. Wo haben wir den? Da hinten, da drüben. 65 Tonnen. Die lassen wir reinkommen. Ah, da hat er schon angebliebt. Weil jetzt können wir nämlich auch hingehen und direkt drauf schießen. Hehehehe. Ah, sieh an, ein Jägermech in der AC-Variante. Den kennen wir doch. Nehmen wir doch mal ein bisschen was davon auseinander. So, du darfst auch Spaß haben. Natürlich, glaubt der Waffen trifft dich. Wer hätte das erwartet? Diese AC-10 sind echt unzuverlässig. Ja, da hinten haben wir dann auch ein Fahrzeug. Was bist du? Ein 80-Tonner? Wer hätte das erwartet? Nice, Kopfhit. Wir haben dann auch schon die erste Struktur freigemacht von dem Megamech. Okay, Jägermech sind auch nicht wirklich gut und großartig bepanzert. Wer hätte das erwartet? Copy that. Unser Highlander-Monster ist natürlich dämonischer. Der darf nicht nah rankommen. Der darf definitiv nicht nah rankommen. Nee, da muss ich jetzt erst mal schauen. Wie viel Panzerung hast du überhaupt zur Verfügung? Da hast du noch definitiv relativ viel Panzerung übrig. Ich versuch's trotzdem mal. Aber auf der anderen Seite. Roger that. Schade. Mit der LRM hätte es nämlich theoretisch klappen können. Ah, da sind wir recht durch. Da muss nicht mehr viel treffen. Dann vermutlich trifft er jetzt gerade gar nichts. Ah, nochmal 55 Tonnen, die da hinten ankommen. Irgendwas mit einer PPC. Und Langstreckenraketen. Wer hätte das erwartet? Waiting for orders. Coordinate received. Du darfst mal einen Schritt näher ran. Und gib ihm nochmal, was du hast. Na gut, wir können natürlich auch direkt einfach killen, das geht auch. Funktioniert es relativ easy. Waiting for orders. Nee, du bleibst einfach stehen.
Weil die AC-5s können nicht so gut treffen. Macht das vielleicht mehr Sinn, doch einen kleinen Schritt nach vorne zu gehen. Daraus können die sowieso nicht treffen. So macht das wieder Sinn. Strange. Bisschen Panzerung schälen, das geht schon. Commander. Und du darfst dich jetzt mal um das Fahrzeug kümmern. Ich mag zwar nicht, dass du dann offen stehst, aber du hast die Möglichkeit, dich um das Fahrzeug zu kümmern. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Die Hälfte der Panzerung ist schon mal weg. Wahrscheinlich auf dem ganzen Fahrzeug gleichmäßig. Da kommt das nächste 80-Tonnen-Fahrzeug. Vorne ist nicht viel. Ja, es ist sehr, sehr gleichmäßig abgeschält. Machen wir so, dann haben die Langstreckenwaffen was zu tun. Sind wahrscheinlich nicht ganz verschwendet. Und mit den Medium-Lasern treffen wir wahrscheinlich auch irgendwas, was stark genug ist. Nein, wir haben nur die Structure exposed. Schade. Da müssen wir nochmal drauf schießen. Nehmen wir die mal aus. Und der Rest wird schon genug sein, dass, ja, genau, dass der Demolisher demolished wird. Sehr schön. Du schaffst es nicht in der. In ein anderes Waldstück, aber du schaffst es zumindest nah genug ran. Das Schöne ist, dass der Mech eine große Reichweite hat. Zwar kein indirektes Feuer, aber eine große Reichweite. Das ist wahrscheinlich auch ein Demolisher, das heißt, wir dürfen ihn auch nicht sehr nah rankommen lassen. Boah, da ist auch nicht mehr sehr viel übrig. Einfach mal vorsichtshalber. Gut, wir haben es nur geschafft, einen Unsteady zu schießen. Und wir schaffen es beim Highlander nicht mal, einen Balken wegzukratzen. Ah, ein PPC-Carrier. Das ist auch eine schöne Sache. Die möchte ich aber trotzdem nicht haben. Den haben wir aber mit einer Salve kaputt gemacht. Das ist auch sehr schön. Der macht uns jetzt keine Probleme mehr. Nice, nice, nice. So, gib ihm mal was du hast. Ich vermute mal, der schießt jetzt drüben eh nur noch einmal höchstens. Aber wir haben natürlich unseren Oblion überhitzt. Das gefällt mir jetzt nicht so.
Ready for orders. Ja, da ist eine magnetisierte Stahlkugel durch das Innere geflogen und hat einfach den Reaktor rausgerissen. Ah, ich mag die Gauss-Kanone einfach. Es ist eine sehr, sehr schöne Waffe. Nur einfach. Man kann einfach nur ewig wenig Munition mitnehmen, weil es einfach so fette Kugeln sind. Jo. Memory Core loaded. Dann können wir ja mal direkt rausfliegen, weil Gegner sind ja auch keine mehr da. Das war ja auch nur eine Dreier-Stern-Mission. Das war einfach nur ein bisschen was zum Aufwärmen. Oh. 29.000 bekommen. Da können wir uns noch einen Griffin zusammensammeln. Eine AC2++. Sehr nice. Die kommt dann auch gleich auf unseren Jägermech und da können wir den Jägermech auch noch mit einsetzen. So, die beiden AC-20 sind relativ viel wert, deswegen nehmen wir sie mit. Während der hier lädt, haue ich mal schnell eine Ankündigung raus, dass ich heute Abend um 19 Uhr City Skyline streame. Das ist natürlich für euch, die jetzt das Video sehen, etwas zu spät. Aber seid gewarnt, auf meinem Kanal, auf Twitch, über sascha.t.de könnt ihr einfach rausfinden. Gibt es hin und wieder mal einen Livestream. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen forcieren, also ich auch immer öfters mal ein bisschen livestreame. So, den Griffin packen wir direkt mal in Storage. Und wenn wir schon dabei sind, verkaufen wir ihn auch direkt. Hallo. 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 So, wir haben hier einen Griffin. Zack, 500.000. Ich glaube, den Quick Draw kann ich eigentlich auch direkt rausschmeißen. Ach, was soll's. Was haben wir da eigentlich noch? Wir haben noch ein Comm-System, aber der ist jetzt nicht so interessant. Und die AC-20 kostet immerhin 18.000 pro Stück. So, verkaufen wir mal die Hälfte davon. Wir wollten die AC-2++ einbauen. In diesen Jägermech hier. So, AC2++, da haben wir schon eine drin. Da haben wir auch schon eine drin. Ach, verdammt. Aber eine plus 10 Damage, die haben wir doch nicht nirgendwo drin. Dann nehmen wir die hier raus und nehmen die da rein. Wir brauchen AC50. Schauen wir mal, was hat sich währenddessen schon ergeben. Nicht viel mehr. Fürs Haus Arano möchte ich jetzt eigentlich im Moment nicht wirklich tätig werden. Wir hatten da doch irgendwo einen Planeten mit Inner Sphere Level, den hatten wir da. Da kommen wir dann eh vorbei, also fliegen wir dann gleich mal dahin. Ich fliege noch darüber. Aus dem Grunde, dann haben wir die Folge auch soweit durch. Und ihr seht auch direkt, ob wir da was kaufen oder nicht. Beziehungsweise wir können eigentlich auch direkt zu dem anderen Planeten fliegen. Das ist eigentlich vollkommen irrelevant.
Im Moment müssen wir eigentlich hier auf die nächsten Story-Mission warten. Wo ich sage, ja, die müssen wir unbedingt machen. Aber aktuell ist da noch keine. Können wir eigentlich zwischenzeitlich mal sagen, wir möchten unser Engineering ein bisschen aktivieren. Komm, machen wir noch ein bisschen Recreation. Das hebt die Moral. Da sind unsere Leute auch wieder befreit von den Low Spirits. Das ist auch sehr nice. Und wir sind auf dem Planeten angekommen. Und natürlich wollen sie Geld. Ja, das ist schön. Ich hätte gerne, danke. Handspeck und ein Quickdraw. Nicht wirklich irgendwas Interessantes. Was macht der? 3 Injury Resists. Wir versuchen einfach gar nicht erst Injuries zu bekommen. Oh, eine AC5++. Die wollen wir haben. New weapon systems available. Na gut. Ja gut, da gibt's schon bessere. Dann bauen wir den noch direkt mal hier ein. Weil wir es können. So, zack. Kostet ein bisschen Geld, ein bisschen Zeit. Kennen wir ja. Und grundsätzlich... Nein, ich will eigentlich auf die Star Map. Wir sind hier auf einem relativ einfachen System und wir wollen eigentlich dahin, weil da gibt es auch in der Sphere Level Civilizations. Da gibt es die Former Star League Presence. Fliegen wir darüber. By your command. Wir machen noch die Route hier übrig, dann haben wir auch die Folge beendet. Das habe ich schon bei der letzten gesagt, ihr kennt das. Job's done, Commander. Ist quasi wie. Ja. Wie das Grommische, wir gehen heute rechtzeitig ins Bett. So. Das ist gut, dass du es dann gekriegst. Ich hoffe doch darüber. Lustig ist übrigens, dass wir uns in dem Bereich der taurianischen Konkordats bewegen, obwohl wir quasi mit denen im Krieg sind. Auch wenn wir jetzt nur die Söldner sind. Ja, guck an, diesmal haben wir sogar Kollegen dabei. Sieht zumindest hier aus. Ja, wir haben weitere Dropships hier dranhängen. Normalerweise sind wir immer alleine dran. Das ist ja nice. Ja, der Rumble Seat. Das Argo-Kommandodeck beginnt wieder zu erschüttern. Das ist wahrscheinlich das Sprungschiff schuld. Ich kann das nicht länger aushalten. Das passiert alle 2,5 Stunden und es macht mich irgendwas kaputt zu machen. Alle 2,4 Stunden, um genau zu sein. Und das auch nur, wenn die Argo mit Schub arbeitet. Warum können wir das nicht gefixt kriegen, sagt Samaya. Naja, nach 17 Sekunden stoppt das Shaking. Genauso wie es geplant, also genau nach Plan. Sag jedem, sie sollen damit leben. Fragt Dr. Murat, ob sie es wieder fixen soll. Oder final rekalibriere die Rotationskontrolle. Ich würde sagen, wir machen das mal final. Das Schöne ist, Morgenbriefing beginnt mit: Wir haben es gefixt. Und alle freuen sich und wir bekommen +1 Moral, verlieren 200.000. Naja, gut.
Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Ich will mich jetzt auch nicht unbedingt jedes einzelne Zwischenevent vorlesen und durchmachen. Wenn, dann machen wir das auf den Hauptevents bei der Story. Die Zwischendinge, ja, muss jetzt nicht sein. So, was sagt unser Store? Store? Mechs? Ein Locust, ein Jägermech und Griffin. Ne? Das ist jetzt auch nicht wirklich. Eine Curiosity plus Energy. Den will ich haben. Why not? Nein, nicht da, sondern ich hätte gerne den Engineering Bay. Das ist nämlich was für unseren Grasshopper. Für unseren Energie-Spike-Werfer. So. Dafür verliert er leider ein bisschen was Panzerung. Schade. Alternativ verliert er seine Sprungfähigkeit. Nein, er verliert ein wenig was von seiner Sprungfähigkeit, würde ich behaupten. So kann er sich noch mal ein bisschen hin und her hüpfen und vielleicht auch mal einen sonst was machen. Also ein Death from Above, aber das war's. Hier haben wir jetzt auch nicht große Sachen, die wir jetzt machen könnten. Das hier wäre das Interessanteste. Das will ich aber mit dem Gasshop abmachen. Bla bla bla. Aber das sehen wir dann einfach. Nein, ich will dahin. Das sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Und weil so ist, bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und wir steigen einfach in der nächsten Folge direkt in der Mission ein. Bis in 2 Tagen. Danke. Tschüss.